Hallo zusammen, herzlich willkommen in der Koch AG von Eismann. Mein Name ist Marga und ich freue mich jetzt schon, mit euch zu kochen. Die Koch AG, da sind Rezepte, die gehen ganz, ganz schnell. Da braucht man gar keine Angst vor haben, mit wenigen Zutaten und noch weniger Handgriffen, aber super Genuss. Heute wollen wir für alle, die schon zählen können und die auch ein bisschen vielleicht schon mit dem eigenen Messer zubereiten können, etwas ganz Tolles machen, ein Mittagessen oder auch mal gerne abends ein Abendessen, nämlich unsere Kartoffelgitter mit einem Quark-Joghurt-Kräuterdip und mit Gurkenrädern. Wir bereiten das Gericht in einzelnen Schritten vor, sodass ihr gar keine Angst haben müsst. Und zwischendurch ist immer eine Pause, sodass ihr ganz in Ruhe alles nachmachen könnt und mit uns dann hinterher ein tolles Gericht zaubert. Lasst euch überraschen. Zum Kochen braucht ihr ein Backblech und Backpapier. Das gibt es schon fertig in so Abschnitten. Das braucht ihr einfach nur aufs Backblech legen und da braucht ihr auch dann überhaupt nicht zu schneiden. Für den Beutel eine Schere zum Aufschneiden. Für den Dip braucht ihr entweder einen Rührbesen oder eine Gabel, einen Löffel zum Umrühren. Für die Gurken braucht ihr ein kleines Brettchen. Dazu braucht ihr ein Messer und einen Sparschäler. Dann wollt ihr es ja schön servieren. Und da benötigt ihr dann noch eine Schüssel für den Dip, einen schönen Teller für eure Gurkenräder und natürlich hier eine schöne Platte für die Kartoffelgitter. Jetzt drückt ihr einfach auf die Taste Stopp, Pause, sucht alles zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Jetzt kommen wir zu den Zutaten. Da braucht ihr als erstes die Kartoffelgitter, einen großen Sack, damit ihr richtig satt werdet. Dann natürlich den Joghurt, den Schmand. Den wollen wir verrühren mit Paprika, mit Salz und ein bisschen Pfeffer. Und für die Gurkenräder eine riesengroße Gurke. Drückt auf Pause, holt alles zusammen und gleich sehen wir uns wieder. Schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt bittet erstmal Mama und Papa, den Backofen vorzuheizen, nämlich auf 200 Grad, damit auch die Kartoffelgitter richtig schön knusprig da drin braten. Dieser große Beutel ist ungefähr für 6 Portionen und wir schneiden den jetzt mal auf und gucken, was da rauskommt. Das heißt, ihr habt euer Backblech ja schön vorbereitet mit dem Backpapier und jetzt schüttet ihr einfach die Kartoffelgitter da drauf, so wie sie aus der Tüte kommen. Und da ruhig ein bisschen auseinanderlegen, sonst wären sie nämlich nicht knusprig. So, jetzt können die Kartoffelgitter in den Backofen und zwar für 18 bis 20 Minuten. So, die Kartoffelgitter sind ja jetzt im Backofen, also haben wir ein bisschen Zeit, den Dip vorzubereiten. Dafür nehmt ihr hier diesen Joghurt. Und wenn ihr jetzt, wie ich jetzt, keinen kleinen Becher genommen habt, sondern einen großen, dann 2 Drittel davon als Joghurt einfach in die Schüssel geben. Dann von dem Schmand 1 bis 2 Löffel, je nachdem, wie ihr das mögt. Und da seht ihr schon, der Schmand ist ein bisschen fester. Das macht den Dip aber nachher so richtig schön geschmeidig. So, und jetzt entweder mit dem kleinen Schneebesen. Ich zu Hause nehme auch immer ganz gerne eine Gabel. Kann man da so reindrücken. Und alles einfach nur verrühren. Und jetzt liegt es an euch, wie ihr das gerne würzen mögt. Also ich nehme immer eine Prise Salz. Nicht viel, soll ja nicht salzig schmecken. Und ich nehme ein bisschen Pfeffer. Das hat aber den Grund, bei uns zu Hause mag keiner Paprika. Wenn ihr aber gerne Paprika mögt, dann auch gerne eine Prise Paprika drüber streuen. Guck mal, sieht auch toll aus als Dekoration. Und unterrühren. So, das ist euer Dip, den stellt ihr einfach zur Seite und dann machen wir mit der Gurke weiter. Drückt jetzt auf Pause und bereitet euren Dip vor. So, der Dip ist fertig. Jetzt kommen wir zu den Gurkenrädern und die gehen super einfach. Dann lasst die Mama eure Gurke mit dem Sparschäler schneiden. Entweder schält er sie ganz ab. Ich finde das immer ganz schön, wenn man so richtige Streifen schneidet.
Seht ihr, jetzt habt ihr hier so weiße Streifen und grüne Streifen. Dann nehmt ihr einfach ein Messer, und das könnt ihr jetzt schon wieder, mit so einem kleinen Messer, wo man sich nicht die Finger so gleich abschneiden kann. Ganz vorsichtig, Mama hält vielleicht die Gurke. Und dann schneidet ihr sie so in 2 Zentimeter große Räder. Also, macht's nach. Bis gleich. Tschüss. So, jetzt ist alles fertig und die knusprigen Kartoffelgitter sind auch schon aus dem Ofen da. Das heißt, jetzt wird das Essen angerichtet. Dafür nehmt ihr einfach entweder alle Schüsseln mit auf den Tisch oder so, wie wir das machen. Wir portionieren für jeden, damit auch jeder ein bisschen was bekommt. Also einmal den Quarkdip, dann kommen hier die wunderbaren schönen Räder von der Gurke. Und dann könnt ihr euch hier auch die richtig schönen knusprigen, und das merkt ihr richtig, wie knusprig die Kartoffelgitter sind, auch auf den Teller anrichten. Ja, so ist unser Mittagessen schon fertig. Und wenn ihr vielleicht ein bisschen Petersilie oder Schnittlauch im Garten habt, dann könnt ihr auch das noch ein bisschen dekorieren, einfach hier oben drauf. Die Mama wird sich freuen. Und ich hoffe, es hat euch wirklich Spaß gemacht. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht mit euch. Und wir sehen uns bald wieder in der Eismann Koch AG. Und ich wünsche euch jetzt guten Appetit. Tschüss, macht's gut.